Ja, gegen 20.09 Uhr wurden die Feuerwehren Adelbeck und Göppingen zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Gemeldet war ein PKW gegen Baum auf dem Kaiserschlessel. Also wir haben dann hier tatsächlich diesen PKW in einer sehr stark verunfallten Lage vorgefunden. Mussten die Person, die dann auch schwerst eingeklemmt war, mit hydraulischem Rettungsgerät befreien und konnten hier auch nur noch eine Bergung in der Leiche durchführen. Die Person war nicht mehr lebend zu retten. Nein, eigentlich nicht. Also die Strecke ist jetzt nicht besonders unfallträchtig. Es ist natürlich ein Waldweg hier. Der ist natürlich, hat seine Gefahren, seine Tücken. Aber im Grunde genommen ist die Straße für die Jahreszeit im guten Zustand und ist auch jetzt nicht für Unfallschwerpunkte in dieser Art bekannt. Ja, das Auto lag halt auf der Seite. Das musste dann auch zusätzlich abgesichert werden und war sehr stark deformiert. Aber im Grunde genommen war es ein Einsatz, den wir mit unserem hydraulischen Rettungsgerät gut bewerkstelligen konnten an der Stelle. Also die Feuerwehr aus Göppingen und aus Adelberg waren mit insgesamt 5 Fahrzeugen und 16 Personen vor Ort. Das Polizeirevier aus Uhingen sowie der Polizeiunfalldienst vom Revier Mühlhausen haben uns auch nochmal mit 3 Fahrzeugen und 6 Kräften unterstützt und der Rettungsdienst vom DRK mit 2 Fahrzeugen und 4 Personen. Ja, wir leuchten jetzt noch die Einsatzstelle aus. Die Polizei will hier noch den Unfallhergang aufnehmen. Anschließend wird das Fahrzeug geborgen und dann werden wir auch die Beleuchtung abbauen und den Einsatz beenden.